Fangen wir mal von hinten an, um mit dem größten Scheiß aufzuräumen. Okay, hallo Kollege. Alter, ey, da haben sie auch ein Aufgebot kommen lassen. Ich werde hier von Fliegen belagert. Aua! Kannst von ausgehen. Okay, mir geht's auch nicht mehr so ganz gut. Speichern. Ist vielleicht nicht die schlechteste Idee, die ich heute hatte. Machen wir die noch kaputt, oder? Ja, wir müssen die kaputt machen. Wir haben nämlich keine Keycard. Die steht da wahrscheinlich irgendwo rum. Na komm. Au. Ernsthaft? Ihr wollt mich verarschen. Ihr wollt mich verarschen. Ist klar. Mit wem soll ich die jetzt zerstören? Ich glaube, da muss ich echt den Devastator auspacken, kann das sein. Hallo Devastator. Ihr macht mir Spaß, ey. Ihr macht mir Spaß. Oh ja, guten Tag. Hui. Aua. Holy God. So, Kollege. Nee, nee, du nicht. Oh, oh, oh. Warum kriege ich da jetzt noch Schaden von? Ich bitte euch. So. Okay. So geht's doch eigentlich. Was? Noch jemand, der kein Zuhause hat. Danke. Ernsthaft. Der Level geht ab, ey. Satan. Was? Wollen offensichtlich nicht, dass man sich hier eindeckt mit Scheiß. Und warum nicht? Ich weiß es nicht. Ich wüsste es gern. Ich wüsste es gern. Ziemlich gern sogar. Hui. Hallo, noch jemand hier? Nee, aber egal. Wir nehmen ein bisschen Gesundheit mit, bevor es hier weitergeht. Na toll, und rennen durchs Feuer, weil wir es können. Oh, Ende vom Level. Wahnsinn. Noch irgendwas hier, was wir vergessen haben könnten? Nein. Fantastisch. Wie viele Gegner waren das? 100. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. 3 Secrets nicht gefunden. Das ist peinlich. All die Fresse. Triple X Stacy. What the fuck? Whatever. Nee. Was? All die Fresse. Du auch. Aua. Ich kann hier nicht hin. Gut. Das tut uns anscheinend nicht weh, hier drin zu stehen in dem Scheiß. Was mich wundert, ich hätte gedacht, dass das würde mir Schaden machen, aber anscheinend nicht. Triple X Stacy's Video Production. Das ist anscheinend eine Porno-Videoproduktionsstätte hier. Soll mir recht sein. Die wird wahrscheinlich auch nicht von hübschen Frauen überlagert oder von mehr oder weniger hübschen Pornodarstellerinnen, sondern von irgendwelchen komischen Aliens. Wie dem hier. Der hat mit Sicherheit nicht in einem Porno mitgemacht. Von irgendjemandem. Nee. Ich höre auch noch andere Pornodarsteller, die hier mit Schrotflinten auf mich warten. Na super. So wünscht man sich das. Ich weiß nicht, welchen Fetisch die bedienen mit ihren Schrotflinten. Da gibt es ja Unmengen, die ich noch nicht mal. Von denen ich noch nicht mal gehört habe. Hallo, irgendjemand hier? Da. Hallo. Guten Tag. Tschüss. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Staubsauger.
habe ich immer wieder das Gefühl, wenn ich das hier Ding sehe, so ein Handstaubsauger. Was ist das? Dezember 2007? Ist auch schon ein paar Jahre alt. Sister Act 3, das kennen wir ja schon. Ach, hier wird Sister Act 4! Oh! Was steht da? Making Whoopi. Ah ja. Whoopi Goldberg. Denke ich mir. Das ist aber nicht so nett. Ob die da wohl was von mitgekriegt hat? Boots, 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 Boots sind gut. Ist die Musik, muss die so oder klingt die... Ich glaube, die muss so. Die klingt ein bisschen... wie so ein Tinnitus. Irgendwie. So geringfügig. Ah, hier gibt es nur autorisiertes Personal. Beziehungsweise der Eintritt ist nur für autorisiertes Personal, das sich dann auf dem Boden versteckt und wieder mit... Na, was ist da denn hinter? Das klingt so ein bisschen nach... What the fuck? Okay, interessant. Nicht, dass wir hier gleich auf Menschen treffen, die wir gar nicht unbedingt treffen möchten. Okay. Lasst das mal auf euch wirken. Ich trinke derweil Kaffee. Das erinnert mich jetzt wieder ein bisschen daran, dass ich, sollte dieses Video möglicherweise einen Titten-Thumbnail haben. Das heißt, dieses Bild, exakt dieses Bild, in einer kleinen Vorschau, wenn man das Video anklickt, vorhanden sein, wird dieses Video mit Sicherheit über 50.000 Aufrufe kriegen. Nur wegen Titten. Das spricht, ein bisschen... gegen YouTuber, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise gegen die Konsumenten auf YouTube, weil die einfach mal so spontan auf jedes Video klicken, das auch nur ansatzweise Titten beinhält. Weil ich meine, bitte, guckt euch das an, das sind... Pixel-Titten. Die sehen noch nicht mal richtig gut aus, also von daher... Gibt es irgendwo ein Secret? Nein? Okay, schade. Fesselspielchen, BDSM... Mann, Mann, Lack und Leder. Das ist ja faszinierend hier. Und dieses komische Getrampel da oben, das geht mir so ein bisschen auf die Nerven, deswegen werden wir dem jetzt mal auf den Grund gehen. Was ist das denn? Oh, ich hätte auch alles in die Luft jagen können, ne? Fällt mir jetzt erst auf. Naja. Können wir ja gleich noch tun. Oder auch nicht. Können wir auch lassen. Ist ja Quatsch. Da oben, genau, ist Atomic Health, wollte ich gerade sagen. Und hier hoffe ich, nie wieder hin zu müssen. Ansonsten wird mir das noch um die Ohren gejagt. So wie ich mich kenne. Es mangelt mir jetzt ein bisschen an Schrot. Das gefällt mir wieder etwas weniger, aber egal. Hier war ich schon drin, genau. Also machen wir hier mal... War er das? Das! Ah, komm. Danke. Ich höre hier immer noch dieses dämliche... Ernsthaft? Was? Okay. Oh, hier anscheinend doch. Okay, von wo? Von wo kam jetzt dieses Suck It Down? Ach, von da oben, oder wie? Was? Ach! Mach mal einen Abgang hier, ich bitte dich.
What? 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 Halt die Fresse da hinten. Du machst mich nervös. Ja, ich weiß. Kollege. Ernsthaft? Was? Was? Warum funktioniert denn... No, mein Shrinker nicht mehr. Im Ernst? Okay. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ach so, mein Shrinker geht nicht mehr. Was ist das denn jetzt? Ach, der Inflator. Okay. Alles klar. Ich war kurzzeitig verwirrt. Gut. Jetzt hole ich mir nochmal eben das Ding. Das ist immer sinnvoll, das mitzunehmen. Und wenn wir schon die Hälfte unseres Lebens verlieren, warum nicht da eben hinrennen, um das aufzusammeln? Guten Tag. The Funny Boner Comedy Club. Ja, genau. Guten Tag. Schlechte Witze. Am laufenden Band, wir sind bei Duke Nukem. Willkommen. So, ich gehe nochmal hier gucken. Hier ist bestimmt auch was. Hier kann ich nicht durch. No admittance beyond this point. Okay, da können wir also nicht lang. Da brauchen wir bestimmt einen Schlüssel für. Oder sowas in der Richtung. Oh, guten Tag. Ich wäre fast ins Wasser gefallen. Hätte mir nicht ganz so viel Spaß bereitet. Und hier... So, alle tot, hoffe ich mal. Irgendwie höre ich immer noch dieses Gebumse. Das gefällt mir nicht. Aber zumindest habe ich hier jetzt ein bisschen Krams aufgesammelt. Das gefällt mir schon ein bisschen besser. Oh, das ist natürlich noch viel, viel besser. Freeze Thrower. Da bin ich. Das ist das. Das weiß ich gar nicht. Oh, da sind noch ein paar Kollegen. Hm. Die Frage ist wo. Da kann ich nicht durch. Gut. Kann ich das hier öffnen? Nein. Okay, wo kann ich denn jetzt die Keycard überhaupt benutzen? Das wäre meine nächste Frage. Ich habe gar nicht aufgepasst. Was? Oh, ich habe den Holoduke benutzt. Kann ich den wieder einsammeln? Natürlich nicht. Oder kann ich den wieder ausstellen für mich? Oh ja, sehr gut. So. Ach, dieses... Ah, okay. Dieses Gebumse ist, sind diese Strahlen. Das erklärt natürlich einiges. Und das beruhigt mich auch, ungemein, muss ich zugeben. Dass es nichts Großes ist, das mich irgendwie zerhackfrückstücken, sticken, ficken will. Wenn ihr wisst, was ich meine, was ich nicht glaube, denn ich weiß es selber nicht so genau. Wo zum Teufel wollte ich hier eigentlich lang? Ach ja, hier waren die Kolleginnen. Hier hinter war auch nichts Besonderes mehr. Wo ging es lang? Freunde der Sonne. Hier nicht. Nee, hier nicht. War das am Anfang? Keycard. Keycard. Hallo. Nee, hier auch nicht. Das wäre Quatsch, wenn am Anfang gleich Keycards gewesen wären. Aber man weiß ja nie, ne? Nee, komm. Wo brauchte ich die rote Keycard? Ich weiß es nicht. Rote Keycard, nein, hier nicht. Das wäre ja auch Quatsch gewesen. Und hier sind die... Ach komm, wisst ihr was? Ich hau hier trotzdem mal irgendwas rein.
What the fuck? Ich hab's mir schon gedacht, dass da irgendwas in die Luft geht dann, also so richtig. Da hat mir bestimmt einen Weg geöffnet oder so. Oder auch nicht. Hätte ja sein können. Aber faszinierend, dass die Dinger noch stehen. Bisschen unlogisch, aber auch nur so ein bisschen. Hm. Die Damen leben noch, denen ist das auch scheißegal, was da passiert, so wie das aussieht. Nö. Die machen gar nichts, die gucken einfach nur genauso wie vorher. Nee, hoffentlich nicht. Nee. Bam! So. Hm. Ich glaube, ich muss doch wieder nach draußen, ne? Und wo genau ich hin muss, bleibt mir verschlossen. Nein. Hier ist es nämlich nicht. Und hier kann ich auch nicht lang. Das ist ein bisschen seltsam irgendwie. Oder muss ich hier irgendwo was drücken? Nee. Okay. Er sinkt diesmal noch nicht mal. Mann, Juge, ey. Ist echt nachgelassen. Kann es sein, dass die Tische falsch rumstehen? Warum stehen die Tische falsch rum? Äußerst seltsam. Hallo. Da ist Energie. Ja. Ich bin verwirrt. Möglicherweise muss ich unter Wasser irgendwie was machen. Oder geht da irgendwas auf? Nee, ne? Ich will aber nicht unter Wasser, ich mag unter Wasser nicht. Unterwasserlevel sind ärgerlich. Aber gut, es scheint nicht anders zu gehen in diesem Fall. Und es ist mir egal, dass da Haie sind, ich umschwimme sie einfach ganz elegant. Hui! So, bam! Hä? Was? Wo? Wie? Hä? Hm? Oh, cool. Guten Tag. Hä? Was? Wo? Wie? Oh, jetzt sterben alle die Haie. Weil es gibt kein Wasser mehr. Aua! Ich seh doch nix. Danke. Ist da noch jemand? Von diesen Octa-Brains finde ich nicht so geil, aber die Möglichkeit besteht. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Egal, gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Expander war das, genau. So hieß das Ding. A secret place! A secret place! Es ist so warm! Ich meine, es ist zu... Viel Wasser! Shotgun! Gefällt mir, dass ich jetzt so viel Munition für die Shotgun habe. Finde ich ausgesprochen ansprechend. Und Orken! Ja, super! Guten Tag! Ja, ja, fickt euch! Nummer 1, du bist tot! Wo ist der andere? Hallo! Aua. So, Nummer 2 ist auch tot. So wünschen wir uns das. So wollen wir das sehen. So, hier ist nichts dergleichen. Also dergleichen sowieso nicht, weil ich ja nicht weiß, was ich suche. Cola. Kommt doch nicht mal Cola raus. Hallo. So. Nichts. Nichts, gar nichts. Na komm. Meine ich doch, muss doch irgendwie gehen. Kann ich die eigentlich auch zerstören? Cool. Macht noch nicht mal ein Geräusch. Und das ist noch genauso heil wie vorher.
Warum auch nicht? Da war ich schon, da war ich schon, da war ich auch schon, da ganz offensichtlich auch. Und ja. Hm. Ich spiele zu lange, der Kaffee ist schon wieder kalt. Das ist schon der zweite Kaffee, der kalt geworden ist. Naja. Zum Glück wird er nicht ganz so kalt, es ist ja auch Sommer und so. Wo geht es hier lang? Ich weiß es nicht. Jetzt kann ich zumindest die Keycard wieder benutzen. Speichern und mal gucken, was es hier so gibt. Es scheint... Na toll. Nichts Interessantes zu geben. Ich gehe einfach mal wieder raus hier. Das ist jetzt nicht so reizvoll, dass ich mich da lange aufhalten muss. Hm. Oh, Kollege, runter. Nee, 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 nee. Du hältst mich für jemand anderen. Wow! Oh, wie? Keiner da? Wo liegt das denn? Oh, das Ende! Nee, dann gehe ich da unten nochmal hin. Nur um zu gucken, was da ist. Wenn es doch schon so voll nicht weit ist und so. Scheint aber irgendwie... Oh, 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 oh. Ja, siehste. Hä? Achso. Hat mich jetzt nicht sofort umgebracht. Von daher soll sich das schon gelohnt haben. Guten Tag, Ende des Levels. Ich mag dich. Double X, nee, Triple X Stacy completed. 18 Minuten. Ich werde wieder ein bisschen schneller. Also, die nächsten Level werde ich dann wahrscheinlich in 10 Minuten schaffen. Oder in 6 oder so. Wahrscheinlich nicht, aber hey. Press any key or button to continue. Ich habe keinen Gegner übergelassen, das ist doch schön. Ja, dafür 2 Secrets. Na ja, das ist ja für mich schon mal gar nicht so schlecht. Critical Mass! Mass, vor allen Dingen. So, und hier mache ich erstmal Pause und sage bis zum nächsten Mal, was ich heutzutage, genau, was ich hoffentlich, fängt ja beides mit H an, nicht ganz so in die Länge ziehen wird, wie beim letzten Mal. Ich muss mich momentan immer so ein bisschen dazu aufraffen, aufzunehmen. Ich bin meist nicht in der Stimmung dazu und wenn ich nicht in der Stimmung dazu bin, möchte ich es natürlich niemandem zumuten, einen schlecht gelaunten Metzger zu hören. Und ich möchte mir ebenso wenig zumuten, ein Spiel zu spielen, auf das ich zu der Zeit nicht so wirklich Lust habe. Und auf Reden habe ich dann natürlich auch keine Lust und das beißt sich dann alles so ein bisschen. Nun gut, beim nächsten Mal geht es dann weiter mit der kritischen Masse. Nein, Duke, ich mache jetzt eine Pause und du auch. Und ich sage bis zum nächsten Mal dann einfach, sofern ihr denn noch zuschauen möchtet. Bis dann. Tschüssen.